So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Wir sind gerade bei Endlos Expert und das letzte Mal haben wir damit angefangen, haben dann ein Level gefunden, wo eine Death-Route vermutet wurde. Und da habe ich dann ein bisschen danach gesucht und tatsächlich eine gefunden. Deswegen haben wir das dann hier abgebrochen und jetzt machen wir das hier weiter. Wir sind also bei 4 geschafften Leveln und 5 Leben sind übrig. Ich habe ein bisschen Bammel, dass das jetzt nicht allzu lange dauern wird, bis wir Game Over gehen. Super Snowball. Rätsel. Vielleicht ein Rätsel, wo man nicht sterben kann? Okay. Wenn es ein Rätsel ist, wo man nicht sterben kann, dann wäre das ganz cool. Aber es ist bei Expert, also... Jetzt muss ich nur noch die da hinten treffen. Ah, fast. Ah, weiter vor. Jo. Okay, hier hinten gibt es wohl einen Schlüssel. Ah, verstanden. Und da drin ist der Schlüssel, jetzt sehe ich den erst. Nice. Okay, gib mir einen Checkpoint. Oh, will ich den killen? Ich will ja darüber anscheinend. Ach so, komm ich einfach so. Ach so. Ja, gut. Okay. Die tun mir ja nichts, die Schneebälle. Insofern ist das ja alles ganz cool. Ja, da kriege ich die Blume wieder. Jetzt wird es ein bisschen kritischer. Jetzt müssen wir das erstmal auslösen da oben. So. Und dann uns... Ich hoffe, ich brauche die nicht gleich wieder. Oh, ich muss auf den Ball warten. Ah, Mist. Verstanden. Ja, es habe halt nicht so viele Leben, um das jetzt hier rauszufinden. Oh, war ja. Darunter konnte ich, ne? Ja. Puh. So. Nein, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet, dass ich zu langsam bin. Scheiße. Oh Gott. Boah, ich hatte schwer gedacht. Aber ich habe halt auch nicht allzu viel Zeit, weil der P-Switch ja auch getimed ist. Okay, wir nehmen den dahinter. Den da nehmen wir. Okay. What? Komm mal mit. Oh, ich muss den da durch... Nee, muss ich nicht. Kann ich auch so holen. Okay, aber wir haben noch nicht mal den Abschnitt mit den roten Münzen. Ah ja, da ist der Abschnitt mit den roten Münzen. Ah, verstanden. Ah, das kann ich. Das muss ich jetzt mit dem Schneeball lösen. Okay. Aber das ist dann der ganze rote Münzenabschnitt. Das ist ein großer... Hä? Kann ich die mit dem gar nicht holen, oder was? Ich dachte, ich soll das mit den Dingen vielleicht machen. Hä? Ist der nicht gerade auch? Geht das nur, wenn ich den anrolle? Also, wenn ich ihn selber anrolle? Ah, okay. Das war ja dumm. Da drüben ist die andere. Ich habe die noch nicht gesehen. Mein Fehler. Also einmal hier fallen lassen.
und dann nochmal ganz komplett durchrollen lassen. Okay, kriegen wir hin. Bisher kriegen wir keine Leben aus dem Level. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber da ist der Schlüssel. Das sind einfach mal Coins. Nein, das war die falsche Reihenfolge. Nein, die hätten jetzt runterfallen können. Oh no. Die hätten jetzt runterfallen können. Warte. Komm schon. Aber die sind wieder da, oder? Sowohl der P-Switch als auch der Power. Okay, nice. Zweite Chance. Das ist also die Plattform hier unten ist gar nicht die ich treffen muss. Ich dachte, das sind so die Indikatoren, aber sind es nicht. Ah, die Münzen hätte ich schon gerne. Weil Leben sind halt wichtig. Ah, es geht doch von da aus. Nice. Da haben wir nämlich unser Leben. Okay, die 50er holen wir uns auf jeden Fall auch. Sehr schön. Und jetzt müssen wir den P-Switch da auslösen. Mit dem gleichen Trick. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit ich habe. Und wohin ich muss. Oh mein Gott, noch ein Leben. Wenn wir jetzt noch die Zielflagge als Leben bekommen, hätten wir 3 Leben zusammen. Oder ich brauche auch nur noch 6 Münzen. What? Oh. Thank you. Ich habe ein bisschen Angst. Nicht, dass er mich trollt hier. Okay, er trollt. Oh, er gibt mir freiwillig das letzte Leben. Nice. 6 Leben wieder. Und 94 Münzen. Das heißt, wir kriegen im nächsten Level gleich wieder die Chance auf das erste Leben, wenn wir 6 Münzen haben. Sehr gut. Oh, ich muss die Dinger wieder ausmachen. Das war tatsächlich ein schönes Level. Die Kommentare muss ich wieder ausmachen. SMB 2 World 2-3. Also wenn es wirklich Super Mario Bros. 2-3 ist, dann sollten wir klarkommen. Aber kann es jetzt schon nicht sein, weil da gab es keine Rundmütze. So. Ich lass den mal lieber liegen. Also ich könnte jetzt hier durch die Tür, aber durch die Tür kann ich sowieso... Hä, was ist das für eine Tür? Wir gehen mal durch die Tür durch. Vielleicht ist da ja was Schönes. Oh my goodness. Da freue ich mich doch besonders. So, ich check noch nicht so ganz das Level, aber ist okay. Hier ist jetzt das Ding und das geht da. Okay, da muss ich jetzt durch. Lol. Wie er einfach den Poki abgeworfen hat. Kann man machen. So. Jetzt kommt das eigentliche Level wahrscheinlich, ne? Okay, ich kann hier nicht drüber. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Wow! Das ist halt jetzt komplett blind. Okay, irgendwas hat er da unten eingesammelt. Aber heißt das jetzt, ich kann da runter oder was? Ach so. Okay, Checkpoint.
87 Münzen. Nice. Die Frage ist, hat einer von den Koopas einen Schlüssel? Oh, da kommt gleich einer gefallen. Das war blöd. Das war richtig dumm. Da ist eine Tür. Okay, weiter runter will ich nicht. Da ist mein Schlüssel. Oh, und jetzt will ich den Weg wieder hoch, oder was? Meinetwegen. Wofür habe ich den Pau jetzt noch dabei? Man weiß es nicht. Aber hoch sollte ja nicht das Problem sein, eigentlich. Muss halt nur auf die Koopas aufpassen. Aber die sehe ich ja rechtzeitig. So. Das war das. Checkpoint. Und da ist mein Tanuki wieder da. Freunde? Ich habe da was für euch. Scheiße. Das lief nicht, wie ich wollte. Ich dachte, ich kann die killen. Ach so, ich krieg nochmal... Ich hab's verstanden. Oh, das ist... Das ist dumm zu timen. Holy moly. So. Ich treff die halt so nicht, ne? Ja, und jetzt muss ich es nochmal machen. Ah! Gut, dass ich einen mitgenommen habe, aber... Wait, wenn der jetzt runterspringt, ist vorbei. What the heck? Die können runterspringen, das ist das Problem. Oh mein Gott, ich kann mich nicht mehr bewegen. Was ist das für ein Boss? Wann soll ich den denn jetzt erwischen? Alter! Ich wollte gerade springen, damit er mich nicht erwischt. Jetzt! Aber ich darf halt nicht zu hoch springen. Sonst werde ich im Feuer drin landen. Okay, einmal noch. Das war riskant. Jetzt. Das war das Einzige, was ich für richtig hielt, aber das war jetzt blöd. Nein, jetzt geht er zurück. Scheiße, jetzt muss ich von vorne starten. Aber die sind ja alle runtergekommen. Was hätte ich tun sollen? So, ich hatte keine andere Wahl. Oh, ist das dämlich. Oh, ist das dämlich. Den kriege ich wieder, aber... Ich kann aber jetzt schon das Ding richtig stellen. Nee. Das muss ja anders, oder? Doch, nee, jetzt kommt er angefahren. Passt schon. Nein, jetzt wollte ich los und gerade jetzt bin ich paralysiert. Ich darf nur nicht zu weit rücken, sonst fangen die an loszufahren. Das ist das Problem. Die fangen dann an loszurollen. Scheiße. Ah, schlecht. Das ist schlecht.
Das ist mit der schlimmste Boss, den ich mir vorstellen kann. Oh boy. So, jetzt wird's halt kritisch. Ich wollte gerade springen, aber es hat nicht... Ich darf halt aber auch nicht zu hoch springen, sonst lande ich im Feuer drin. Also es ist... Holy moly, ist das eine Kombination. Weg! Einmal noch. Wie kommt man auf so einen gemeinen Einfall, ey? Das ist... Uff. Ich meine, das Gute ist, in dem Moment, wo sie springen, schießen sie nicht. Und dann sind es immer ein paar weniger, die gerade schießen. Weg. Okay, komm her. Jetzt muss ich es dann machen, wenn sie gerade nicht springen. Sonst ist wieder nur einer weg. Oh my goodness. Acht Leben. Ah. Oh. Nee, was laber ich? Sieben Leben, oder? Nee, acht passt schon. Hat schon gepasst. Alles richtig gemacht. Puh, okay. Dio's Zombie Army JoJo Part 1. Okay. Also hier kann ich drauf. Und dann macht der komische Sachen. Und dann gehe ich da einfach weg. Ich muss aber jetzt was finden, um den da unten loszuwerden, ja? Zum Beispiel eine Blume. Wenn ich jetzt die allerdings verliere auf dem Rückweg, ist vorbei. Nice. Wow. So, das war das. Da ist noch eine Blume. Der kann mir gar nichts. Der kann mir schon was. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, yes. So, ich hole mir aber den Pilz jetzt erstmal hier vorne. Die Pflanze ist wahrscheinlich weg. Nein, die ist noch da. Sehr gut. Sehr gut, die Pflanze ist noch da. Okay, die folgen mir hinterher. Aber wir haben den Typen schon erledigt. Das heißt, wir können ihn einfach hoch. Uff. Da ist wieder eine Pflanze, die vor mir abhaut, weil es Nacht ist. Wir haben keinen Checkpoint bisher. Das beunruhigt mich. Jetzt muss ich mich auf das Ding hier verlassen. Ey, mach keinen Scheiß. Aber du bist langsam. Das heißt, ich kann mich auf dich einstellen. Soll ich da hoch, oder? Okay, ich soll da durch. Oh, ich hab den schon gesehen. Der kann sich einfach gleich mal verziehen, bevor wir hier irgendwas... So. Tu mal gar nicht lange rum. Mit dem Kampf hier. Noch eine Pflanze, die vor mir abhaut. Aber da ist endlich mein erster Checkpoint. Okay.
Der schießt mit Kettenhunden. Guck mal, du kannst hier rein. Hast du Bock, da reinzugehen? Ah, Mist. Egal. So, tschüss. Pflanze. Dann soll der mal wieder schießen. Da ist noch eine Pflanze. Okay, passt. Lauter Bosskämpfe hier. Da ist sicherlich eine Pflanze drin, deswegen lasse ich den Block jetzt mal unausgelöst. Können wir uns holen, wenn wir was brauchen. Yep, jetzt zum Beispiel. Also so Bodengeister sind hier auch. Gut zu wissen. Da kommt er wieder. Weg mit dir. So. Jetzt gehen wir hoch. Okay. Und hopp! Okay. Nein! Das war nicht gut. Wait, what? Ah, da kann man durch. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Ich warte dann auf den nächsten Bowser-Boss. Oh mein Gott, wie viel kommt denn hier runter? Yo! Aua. Das ist ein bisschen blind hier alles gerade. Da ist hier eine neue Pflanze drin. Yes. Okay, die sollen erstmal runterziehen. Komm, erledig den mal. Dankeschön. Und den jetzt. Nice. So. Ich würde gerne meine Pflanze behalten, danke. Dann ist das soweit nämlich kein Problem. Können die auf die... Nein, die bleiben auf ihrer... Okay. Das heißt, auf den Eiszapfen bin ich safe. Gut zu wissen. Nice. So, was jetzt? Checkpoint. Und eine Dauerpflanze, die ich mir also wiederholen kann. Nächster Bossfight, natürlich. Mal eine. Das heißt aber, wenn man jetzt einfach die Pflanze verliert, geht man halt zurück. Also ich sehe jetzt nicht das Problem. Aber so kann ich den jetzt nicht erledigen, ne? Ja, okay. Das heißt, ich muss es mit einer Pflanze jetzt schaffen. Weil die andere Pflanze ist jetzt ja weg. Oder kommt die wieder? Nein, ich darf jetzt praktisch nicht getroffen werden. Ja gut, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Werde ich halt einfach nicht getroffen. Sagte er. Und wird getroffen. Problem wird also nur die Zeit. Das ist alles. Buttonmashing! Buttonmashing the game! Dankeschön. Wir haben es geschafft. Wir kriegen auch noch ein Leben. Unglaublich. Nämlich dieses hier. Ja, tschüss. Oi, oi, oi. So, das war das. Wir sind wieder bei 8 Leben. Ja, war vom Level her warst du eigentlich ganz nett, ne? Dio's Zombie Army Jojo Part 1. Was auch immer. Yoshi Bob Om Funtime. Bob Om. Erreiche das Ziel auf Yoshi. Das heißt, wir kriegen schon mal keinen Checkpoint.
Da ist mein Yoshi. Oh. OP-Yoshi. OP-Feuer-Yoshi. Nice Sache. Das war nicht... Das war nicht gut. Kriege ich den wieder? Ah. Aber erstmal checken, ob sie nicht irgendwo... Warum kriegt man hier plötzlich den Schlüssel? So. Okay. Ist der jetzt wieder da? Fuck. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ja, wir müssen es probieren. Hilft nichts. Ja, okay. Yoshi ist weg. Ich hoffe, ich krieg noch einen. Aber dann gucken wir uns den Rest des Levels halt an. Ah, wir können uns den Rest des Levels nicht angucken, weil wir Yoshi brauchen. Das stellt sich als noch problematischer heraus. Aber da wäre ein Resetor schon ganz nett gewesen, to be honest. Ja, das war's halt. Das war's halt. Tschüss. Scheiße. Okay, also, bisschen vorsichtiger spielen. Keine Koopas abschießen, die in der Luft sind. Mit dem OP-Yoshi. So, nicht schießen. Raus in die Richtung. Und in die Richtung. Bam. So. Will ich? Okay, ich will den drücken. Wait, aber... Ich hatte jetzt halt Bedenken, dass der explodiert, wenn ich... Oh nein. Ach so. Wenn ich draufstehe und dann läuft mir mein Yoshi weg. Das war gerade meine Sorge. Shit. Ich habe was verloren. Ich hoffe, ich krieg's wieder. Jetzt können wir uns den Rest des Levels angucken. Sofern wir nicht Yoshi gleich wieder brauchen sollten. Mist, ey. Ja, darauf könnte ich mit Yoshi stehen. Das hat nicht so funktioniert. Ich habe halt Yoshi jetzt nicht, wie gesagt. Das ist kein Yoshi. Okay. Wir nehmen mal noch mal eine Shell mit. Genau für sowas. Jetzt bräuchten wir Yoshi. Nice. Sehr unerbittlich, das Level. Sehr unerbittlich. Ah. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Und ich verstehe noch nicht, was es mit dem Schlüssel da oben auf sich hat. Und der hat eigentlich... Keine Ahnung, wenn man den jetzt nicht mitnimmt, hat man dann komplett verkackt, weil man den am Ende braucht, oder was? Das wäre ja komplett dämlich. Ich meine, du hast ja auch verkackt, wenn du Yoshi nicht dabei hast. Sobald du Yoshi einmal verlierst, ist vorbei. So, ich weiß halt nicht, ob ich... Wie gesagt, das überlebe, wenn ich hier ne? Und so, wisst ihr schon. Okay. Diesmal mit ein bisschen mehr Elan einfach hier hochspringen, dann passiert auch nichts. Ich meine, es war ja einfach nur komplett dämlich, was ich vorhin gemacht habe. Brauchen wir nicht drüber reden. So, jetzt kann ich hier auch problemlos hin drauf gehen und dann passt die Geschichte. So,
Jetzt sind wir hier. Jetzt brauchen wir den Koopa. Jetzt interessiert er mich nicht. Und wir müssen den hier unten auslösen. So. Der oben, der Swamp, macht das gleich wieder kaputt. Oh, hi. Wait, da ist ja schon der Schlüssel. Hä? Da ist ja schon die Schlüsseltür. Hä? Aber ich hole mir lieber noch einen Schlüssel. Danach habe ich dann vielleicht zwei. Vielleicht für einen Bonusraum oder so. Das wäre ganz cool. So, jetzt haben wir zwei Schlüssel. Mal gucken. Okay. Bonusraum. Bonusraum, yes! So mag ich das. Ach, ich hätte die gar nicht gebraucht, lol. Hä, dann braucht man den Bonusraum gar nicht, weil dadurch, dass man das Ziel auslöst, kriegt man die Leben von dem Zeug da sowieso. Ah, aber gut, ja, das ist, wenn man den Schlüssel findet, ist in Ordnung. Gut. Haben wir ja nochmal Glück gehabt und nochmal ordentlich Leben geholt. 9 Leben, 8 geschaffte Level. Riddle Rampage von Steeltoad Deutscher. Rätsel. Kurz und knackig. Oh, wenn ich das versaue, ist vorbei. Okay, so. Da war mir die Coin jetzt nicht so wichtig. Ich hab sie gesehen, aber... Nein. Ich habe hier gerade andere Prioritäten. Ich hoffe, ihr versteht das. Mist. Ah, das war blöd. Okay. Jetzt können wir versuchen, an die Coin ranzukommen. Die scheint nicht so schwierig zu sein. Und 50 sind halt schon was wert, ne? Wir probieren es einfach mal aus. Wir werden sehen. Ja, die nehme ich easy mit. Sehr schön. So, aber die 10er da lasse ich liegen. Die ist das nun nicht wert. Die ist es schon wert. Okay. So. Erst da hoch und dann darüber. Oh boy. Dadurch, dass die so schwanken... Dadurch, dass die so schwanken, ist das ganz schön creepy. Oh Junge. Oh Gott. Oh, das ist creepy. Aber was das mit Rätsel zu tun hat, weiß ich nicht. Es ist noch kein wirkliches Rätsel. So, jetzt kriegen wir aber auch so durch die Münzen das Zeug zusammen. Das heißt, die Bonusmünzen können wir liegen lassen. Die Münzen, die noch auf dem Weg rumliegen, geben uns auch so das dritte Leben. Boy. Nein, ich trau mich nicht. Oh Mann. Wieso nehme ich immer Geschwindigkeit raus? Wieso nehme ich da Geschwindigkeit raus? Boah, das war knapp. Ich dachte gerade, ich bin zu knapp. So, jetzt einfach nicht die Geschwindigkeit rausnehmen. Das passt, das passt. Einfach weiterspringen, einfach weiterspringen. Spring weiter, Kerl. Checkpoint. Okay. Da muss irgendwo ein Peace-Widget sich auslösen. Oder das sind Blöcke. Okay, dann ebenso. Thank you.
Dann eben so. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht weiß, wo ich lande. Okay. Das ist jetzt ungefährlich eigentlich. Selbst wenn ich runterfalle. So, das ist jetzt wieder gefährlich. War kurz etwas entspannend und jetzt ist Entspannung vorbei. Woran? Du! Alter, da schreibt der Ohren und dann springe ich da fast in die Stachel hinten rein. Dude! Steel Toad, please. Oh mein Gott. 9 Leben, 9 geschaffte Level. Da geht's beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.